Hallo bei Auf den Kopf gestellt, heute unsere 10. Folge, die letzte in diesem Jahr mit Mannix Wolf, dem Trainer der Heilbronner Falken. Danke, dass Sie sich ein bisschen Zeit nehmen. Als Trainer ist man Turbulenzen ja gewöhnt, oder? Ja, sicherlich. Gerade hier in Heilbronn. Die Situation ist von Anfang an Spannung dabei. Und wir haben dann beschlossen, in der DL2 dieses Recht, das uns gegeben wurde, hochgestuft zu werden, aufzunehmen. Das haben wir auch gemacht. Aber wir wissen schon, wie schwierig die Aufgabe ist. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Zurzeit ja nicht gerade so eine erfolgreiche Phase bei den Falken. Woran es liegt, das versuchen wir auch ein bisschen zu erkunden und noch ein bisschen was über Sie kennenzulernen bei der Katapult-Achterbahn. Und jetzt geht's los. Sie sind ein ganz erfolgreicher Eishockeyspieler immer gewesen, Nationalspieler. Was ist denn da bei Ihrer Karriere hängen geblieben? Was waren so die einprägendsten Erlebnisse und Erfolge, die Sie gefeiert haben? Sicherlich die Meisterschaft in Düsseldorf-Mannheim. Aber auch die Erlebnisse mit den Fans, tolle Geschichten, tolle Erfahrungen allgemein, sage ich mal. Ja. Und das gefällt mir immer gut, wenn wir halt die Möglichkeit haben, mit Menschen zusammen zu tun. Das ist ein Menschensport. Und Sie waren ja bei Olympischen Spielen, bei zwei dabei. Sind ja auch ganz tolle Erlebnisse, denke ich mir, Olympia, oder? Oh ja, Olympische Spiele, die waren fantastisch. Und Highlights für die ganze Zeit. Und das wird sich nie ändern. Ja. Hat man da auch mit anderen Sportlern Kontakt gehabt, wo man sagt, das ist auch hängen geblieben, die bei Olympia mit dabei waren? Ja, so ganz interessante Geschichte, gerade als ich im Osten war jetzt. Wir haben viele Kollegen habe ich kennengelernt von damals, WMs und Olympischen Spiele, die ich nur kennengelernt habe, richtig, weil ich im Osten gewesen bin jetzt. Ja. Warum heißt eigentlich Mannix Wolf Mannix Wolf? Ja, Mannix Wolf ist ein alter Detektivname. Und, ja. Von einer Serie an Fernsehen. Und diese Fernsehgeschichte war ganz populär in den 60er Jahren, 70er Jahren. Und Manfred ist von Manfred zu Manny und dann zu Mannix zurückgekehrt. Okay. Was zeichnet eigentlich einen Top-Trainer aus? Sie machen das jetzt schon einige Jahre. Was ist so Ihre Philosophie? Ja, sag ich mal, ich nehme den schwierigen Weg. Ich versuche, meine Spieler näher zu sein. Viele Trainer wollen das Abstand haben. Ich bin der Mannix auch für meine Spieler. Ja. Und mir macht es enorm viel Spaß, das deutsche Eishockey zu unterstützen, den deutschen Spieler zu unterstützen, zu helfen, vorwärts zu kommen. Und was ausmacht, ich sage, ich bin ein freundlicher Diktator. Sicherlich gibt es Situationen, wo eine Entscheidung getroffen werden muss. Das ist ein Coaches Job und fertig. Und das manchmal ist hart. Haben Sie feste Regeln auch, die Sie auch aufstellen und sagen, Jungs, das sind aber die Gebote, an die müsst ihr euch halten? Wir haben Regeln in der Kabine natürlich. Oder wir haben auch Möglichkeiten, Regeln zu ändern, wenn es sein muss. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich bin nicht einer, der viel Regeln haben möchte. Ich möchte die Spieler, die Männer, die Menschen behandeln. Und dann dementsprechend halt die Aufgaben so und auch weiterhin wie Menschen übernommen werden. Achten Sie auch auf Kleinigkeiten, so während dem Spiel, beim Coaching? Ja, sehr viel. Eishockey ist ein Sportart, wo du auch einsteigen kannst ins Spiel, wo du auch sehr viel beeinflussen kannst im Gegensatz zu anderen Sportarten. Und gerade jetzt ist ein großer Lernprozess, meine Mannschaft in der kurzen Zeit kennenzulernen. Yeah. Jetzt haben wir die Falken, Sie haben es ja gesagt, in der DEL2 und eine schwere Situation, weil man sie eigentlich auf die Oberliga eingestellt hat. Wie sehen Sie denn die Möglichkeiten in der Spielzeit für die Falken? Ja, es ist, ich bin natürlich völlig bewusst, wie schwierig das ist, wie ich erwähnt habe. Aber ich sehe Möglichkeiten. Wir haben eine gute Gruppe von Leuten, der Charakter stimmt, haben wir darauf geachtet, dass wir daran gewöhnen müssen, an dieser Ebene zu spielen. Wird ein bisschen Zeit brauchen und das merkt man auch. Wir sind in vielen Spielen bin ich sehr zufrieden. Wir sind knapp an Siege dran und Kleinigkeiten entscheiden das Spiel. Und die einzige ist, wir haben einen sehr geringfügigen Kader. Wir haben gerade noch genug Spieler zu spielen mit vier Reihen und gerade im Moment fehlen uns zwei Spieler. Und das ist natürlich für uns ein Nachteil. Das hat man gemerkt in den letzten Spielen. Wie ist es mit der Stimmungslage? Wie nehmen Sie die wahr in Heilbronn? Gerade auch was von der Fanunterstützung von der Tribüne her kommt? Ja, ich habe festgestellt, ich habe auch mit den Fans gesprochen, es ist ein großer Kern, wo da ist, wo sehr vernünftig ist und auch richtige Eishockey-Leute, wie man kennt in deutsches Eishockey. Wir haben tolle Fans in Deutschland im Eishockey. Aber mir fehlt ein bisschen die Begeisterungsfähigkeit und vielleicht mal die Träumerei. Das ist alles ein bisschen zu, das ist Sport.
Man muss auch träumen können. Die Amerikaner haben die Russen damals in Lake Placid geschlagen. Ja, wenn die das nicht geträumt haben, das ist vielleicht eine nordamerikanische Tüchtigkeit oder Fähigkeit, ein bisschen mehr zu träumen. Und das vermisse ich hier ein bisschen. Diese Emotionen muss freigemacht werden von den Zuschauern. Natürlich müssen wir uns Leistung bieten. Wir müssen auch Siege einfahren, um die Unterstützung zu bekommen. Aber ich werde mir wünschen, dass die Leute erkennen diese Situation, dass es nicht einfach ist, dass wir versuchen, irgendwas Besonderes zu machen. Und wir brauchen vielleicht den Push von den Zuschauern, wird unserer Mannschaft enorm viel helfen können. Sollen wir noch einen Push in einer dritten Runde machen? Klar. Alter, klar. Runde 3. Wie sind die Voraussetzungen in Heilbronn eigentlich für Profi-Eishockey? Wünschen sich auch von der Stadt mehr Unterstützung, Trainingszeiten? Wie muss man das so in Heilbronn beurteilen? So, die Stadt selber kann ich nur positiv sagen. Die haben uns sehr geholfen, dass wir überhaupt trainieren können jetzt in der Anfangsphase in Heilbronn. Die Eiszeiten sind nicht optimal, definitiv nicht. Ja. Die sind mittags zu trainieren, ich verstehe gar nicht, dass man 10 Jahre lang das so gemacht hat. Ja. Das ist meine Meinung her nicht das, was ich will, aber ich bin jetzt erst angekommen. Wir werden Gespräche führen und versuchen, das zu ändern. Ja. Wie erleben Sie denn Ihr Team bisher? Wie ist denn so der Team-Spirit, der Zusammenhalt? Ja, das ist im Moment sehr gut. Natürlich ist es ein Sportart, wo es sehr intensiv ist. Und da gibt es natürlich Reibereien oder Willensstärke von einer oder mal Schuld wird weitergeleitet an jemand anderes, mal in eine gewisse Situation. Aber das gehört zu der Sportart dazu. Und dafür ist der Trainer da. Und wir haben alles in den Griff und wir haben einen guten Trupp und einen guten Charakter. Ich habe gehört, die Jungs wollen aufs Oktoberfest oder auch auf den Kanzler warten. Befürworten Sie sowas, dass man da noch ein bisschen enger zusammenrückt? Natürlich, das ist eine Teambuilding-Sache und unsere Jungs, die haben vor 4 Wochen oder sowas mich gefragt, ob sowas machbar wäre und natürlich überlege ich schon, aber man kann nicht nur immer ausgehen von der Situation, dass die Mannschaft drinsteckt. Entweder erlaubt man das als Coach oder nicht, ich finde es gut, ich glaube, das könnte uns helfen später in der Saison und unser Projekt soll länger gehen und ich bin ein positiv denkender Mensch und wir arbeiten dementsprechend. Ich glaube, positiv haben wir hoffentlich auch unsere Fahrt gestaltet. Zum guten Schluss, wo landen die Falken am Ende der Saison? Mit was wären Sie zufrieden? Ja, was heißt zufrieden? Ich bin nie zufrieden, aber wir wollen in der Liga bleiben und das werden wir auch. Vielen Dank, dass Sie Zeit für uns genommen haben. Wir wünschen euch alles Gute, viel Erfolg und vielleicht sehen wir uns mal wieder, nicht nur hier in Tripsdrill. Ja, freue mich. Dankeschön. Dankeschön. Das war's für dieses Jahr. Bis zum nächsten Mal.